Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Car Mechanic Simulator 21. Willkommen in tolles Werkstatt. Ja, wir haben wieder mal kein Auto auf der Bühne. Das heißt, wir brauchen einen neuen Auftrag. Und da würde ich sagen, das ist gleich eine Kampagne hier. Die wollen Familienurlaub machen. Oh, das sieht nach Elektroproblem aus. Okay, das hört sich sehr interessant aus. An. Den nehmen wir doch mal. Oh, sieht ja auch gut gammelig aus. Okay, die Zündkerzen sind wohl hin. Motor ist nicht komplett. Dann gehen wir auf die Bühne. Geht denn da? Ach, hier unten. Oh, ja, sorry, da war die Stimme auf einmal weg. Hier unten fehlt ja was. Gefahr hin, dass ich es gleich noch mal abnehmen muss, aber wenn wir das einmal einbauen, können wir vielleicht schon einmal testen. Der Riemenspanner fehlt auch. Motor sprengt nicht an, na super. Okay, Relais sind im Popo. Nee, das geht auch nicht. Okay, wieder die ganz normalen Flüssigkeitsgeschichten. Nicht vielleicht so noch was erkennen. Nackenwellenrad. Okay, der hilft wohl nur aufreißen. Zylinderkopf sieht aber schon zu kotzen aus, auf jeden Fall.
Ja, das Nockenwellenrad hier auf der rechten Seite ist auch hin. Okay, den Filter können wir auch wechseln, den Ölfilter. Saugen wir noch die ganzen Flüssigkeiten ab. Wusste doch, dass ich das wieder abbauen muss. Nur ein Dreizylinder, so wie es aussieht, ne? 13 Kerzen. Der eine Kolben könnte auch hin sein. Teile nicht gefunden. Wie ist denn hier mit der Benzin? Ne, die sieht vernünftig aus. Ehrlich jetzt. Komme ich an das blöde Rad wieder nur von oben ran. So, müssen wir die Kolben rausziehen. Ja, die Welle sah doch noch ganz gut aus. Die Welle ist okay. Fünf Sachen haben wir noch nicht gefunden.
Und die Batterie ist noch in Ordnung. Okay, der Filter ist hin. Das ist noch in Ordnung. Nochmal lesen. Lichter, bla. Okay. Einmal noch mal checken die Aufhängung. Alles okay. Ist auch noch in Ordnung. Schraube ich auch gleich wieder rein, sonst vergesse ich das. Wo ist denn der Sicherungskasten hier eigentlich da hinten? Vier Teile nicht gefunden. Verstehe nicht. Ja, gucken wir mal, vielleicht findet sich das ja noch.
Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall alle neu. Hey, das habe ich glaube ich schon wieder reingeschraubt gehabt. Wir brauchen erstmal zwei davon. Eins davon. Den gibt's hier nicht. Eine Lichtmaschine gibt es hier. Bevor ich das jetzt gleich einbaue, gucke ich mir noch mal die Gummis alle an. Wobei das ja eigentlich nichts mit der Beschreibung zu tun hatte. Die sind gut. Ja, die Gummis hier sehen auf jeden Fall gut aus. Sollte nur noch am Getriebe was sein. Oh, oder die Bremsen. Ja. Da fehlt mir ja leider der Diagnosepfad noch für. Wo ich jetzt das Getriebe noch abbaue, gucken wir erstmal lieber hier. Also die Bremsbeläge, die wir noch brauchen. Na, so müssen wir das machen. Ja, und damit haben wir auch alles gefunden. Oh, hinten wieder an, zusammenzubauen.
Und zack. Ja, ich glaube, das war jetzt von unten erstmal alles. Genau, die Relais. Sicherung und Batterien, genau. Okay, dann können wir von unten zumachen. So. Ach, den Filter. So, den haben wir auch schon dran. Machen wir zuerst die Zündkerzen rein. So, Drosselklappe dran.
darf die Umlenkrolle ganz unten nicht vergessen. Die machen wir zuerst. So, den Deckel noch drauf. Und dann fehlen noch die Flüssigkeiten, ne? Zack. Irgendwas habe ich bestimmt wieder vergessen. Ich weiß es doch. Den Filter schon reingepackt? Ne, den Luftfilter habe ich noch gar nicht reingepackt. Jetzt schon Öl eingefügt gehabt, ja, ne? Egal. Wenn nicht, wird er mir das ja gleich sagen, dass das noch nicht ausreichend ist. So. Ah, hier den. Ha, Kraftstofffilter. Fertig, fertig, fertig. Oh, doch nichts vergessen, super. Aber Level haben wir noch kein weiteres gekriegt, schade. Einmal die alten Teile verkaufen. Ich nehme mal diese. Ah, super. Und diese hier. Oh, noch eine Kiste. Dann nehmen wir mal die äußeren Karten. Ja, ist doch super. Gut, dann würde ich sagen. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.